Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Knight's Tale. Und wir werden hier beim Belagerungsbrecher jetzt erstmal hier unten die Gruppe platt machen, die hinterrücks angreifen und dann da hinten der, von dem habe ich ein bisschen Angst, aber müssen wir mal schauen. Also, auf geht's. Da sehen wir einen Wurmli. Und ein paar Leichen. Nur zwar nah am Wurm, aber weit von dem weg. Na, werden wir aber wahrscheinlich auch nicht besser hinkommen. Okay. Naja, wir sind so weit gar nicht weg. Wir können den anzünden. Was kann der? Schattenblitz. Eine Reichweite von 10. Heilen. Knochenring. Okay. Das ist alles Kleinzeug. Und der Mutterwurm. Spucken, Bliss. Okay. Ja, die können vor allem Dingen einfach überall vorbei. Angriffe verursachen Verlangsamung. Okay, ja, dann, wir werden aber auch... Die sind jetzt... stehen nicht so wahnsinnig toll hier. Also zwei können wir maximal treffen. Das ist jetzt nicht so super. Okay. I'm here to serve. Dann... Ja, mit dem sollten wir wahrscheinlich gucken, dass wir den Großen treffen. Naja, das sind 200. Wir können... auch direkt hiermit anfangen. Naja, machen wir auch. I'm here to serve. I fight for honor. Wir können auch mit dem da rüberlaufen, dann die umrumpeln und dann hackt der da automatisch drauf. So. Na, hätte ich vorher abchecken sollen. Na, es geht genau nicht. Ärgerlich, okay. Ja, das heißt andersrum. Ah, es kann... müsste der da... Das geht aber auch nicht. Okay, doof. Kriegen wir genau nicht zwei mit rein. Okay, dann machen wir das irgendwie anders. Dann... Ja, können wir den da hinten? Der braucht noch 66. Ready to fight. Which one shall I take? Eisdornen. Okay, da brauchen wir jetzt noch den Buff. Dann machen wir den drauf. Damit macht die ein bisschen mehr Schaden. Dann machen wir die Eisdornen. I fight for honor. Dann hauen wir die... nicht kaputt, das reicht immer noch nicht. Aber das sah das eben nicht besser aus. Do you need any wise words? Awaiting your command. Ja, den machen wir jetzt auf jeden Fall schon mal. For king and country. Also die würde ich ja schon gerne killen. Also der dahinter... Ach so, der hatte noch mehr Schaden gemacht, weil die noch voll waren. Okay, dann machen wir den da drauf. Hoppla. Okay. Dann Planänderung. Ja,
Ja, den können wir treffen. Dann machen wir das so. Dann wäre es jetzt auch noch schön, wenn der hinten drauf gehen würde. Ich glaube, da ist es am besten, den einfach anzuzünden. Machen mal den. Und den... Boah, dahin. Das zünden wir schon mal so an. Mhm. For my forefathers. Your command? So. Ja, der tötet den da jetzt nicht. I could be of some help, I suppose. Der hat 100%. So. Okay. Your command? Ja, den kriegen wir natürlich nicht tot. Und das wird auch nichts mehr werden. Aber dann machen wir das jetzt so. Der hat auf jeden Fall schon ordentlich was abbekommen. Es könnte Sinn machen, mit dem einfach hier stehen zu bleiben. Der muss weggehen, damit er von dem Großen nicht angegriffen wird. What is your command? Den sollten wir hier noch rufen. Und hier kann es Sinn machen, den Angriff einfach einzustecken. Aber auch nicht ohne alles so. Naja, da kommt immer. Okay, dann müssen wir das so machen. Mhm. Und dann gucken wir mal. Naja. Das sind halt sehr viele kleine Gegner. Naja, der kann ruhig heilen. Das ist eigentlich eher wurscht. Schattenblitz. Okay. Wow. Ja, die sind nicht die stärksten. Oh. Gift, aber ich glaube, der heilt sich ein bisschen, wenn der Wind killt. Na, da kommt noch mehr angekrabbelt. So. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war mit dem Extra-Betäubung. Steht das hier? Die Schwachen schlagen! Für jeden Kill 6 LP zurück, während der Wut-Effekt aktiv ist. Naja. Das hat er ja. Mhm. Also den würde ich schon... Das Problem ist jetzt... Der würde dann auch direkt wieder drauf gehen. Achso, der kann auch hier mitschlagen. Das reicht auch nicht. For my forefathers. Ja, das ist ja blöd. Das kann sein, dass der jetzt sofort drauf geht. Oder wir machen das mal auf den. Die Chance ist recht hoch, genau, dass wir hier durchblitzeln. Und jetzt können wir den umbringen. Damit hat er sich ein bisschen geheilt.
Da müssen wir dir. Okay. Jo. Jetzt können wir den leider nicht mehr nehmen. For King and Country. Awaiting your command. Gut, gut. Die kann. Das hier mal draufhauen. Mhm. Ready to fight. What do you want from me? Ja, wie kriegen wir die jetzt hier oder den? Your orders? Den da raus. Der tötet aktuell noch niemanden damit. Sword or sorcery? Wir könnten das hier machen, dann werden die halt alle direkt platt, aber das wollen wir vielleicht auch nicht. Na, es ist vermutlich das Beste, aber das sind drei. Okay, wir machen das so. Wir zünden die an, weil der. Ach ne, der hat 204. Der unten hat auch 204. Naja, hilft nix. Das Beste wäre der Rabenschwarm, aber da kommen wir nicht dran. Wir könnten natürlich hier noch. Ah, den könnten wir auch nehmen. 73. 800. Der macht dann aber wieder weniger Schaden. Das machen wir aber. At your service, my lord. Naja. Dann machen wir das so. Mhm. Dann kann der den oder den umbringen, schlägt den anderen dann auch noch kaputt. Dann können wir weiter den nächsten umhacken. Mhm. Der ist jetzt auf plus 60%. Aber damit ist jetzt auch vorbei. Und der hat sich dadurch gefrostet, dass er die eigene Illusion gekillt hat. Aber das ist in Ordnung. Okay, dann. Könnten wir da nochmal oder da drüber gehen? Der macht nichts mehr. Eisstacheln. Ja, die können wir da nicht mehr sinnvoll einsetzen. Dann würde ich sagen, bringen wir die um. So. Der stirbt. Und den können wir. Ne, wir machen den. Dann haben wir den Cooldown auch wieder und den setzen wir dahin. Ja, die hat immer noch so ein paar wenige Punkte übrig. Mit denen wir aber nichts Gescheites machen können. You must be really desperate. Sword or sorcery? Die bräuchte noch so einen Raben-Skill wie der Merlin, aber das hat die halt leider nicht. Die Blutung, die ist da nicht mit, mit zu vergleichen, die theoretisch nehmen könnte. Wir machen mal den an. Aber ich glaube, da ist jetzt auch so gut wie. Das ist jetzt auch so gut wie gegessen. Sehr gut, ausgewichen. Gefrostet, ja, Hinterhalt. Aber die sind jetzt auch beide direkt tot. Oder alle drei.
Aua! Schrei nicht so. Ja, die drei können wir alle mit einem Angriff töten. Ich weiß aber nicht, ob wir das wollen, weil der 6 kostet. Das ist wahrscheinlich ineffizient. Wir können besser... hier mit den ersten, zweiten, den dritten. So. Okay. Dann an den kommen wir jetzt so noch nicht ran. Aber der hat jetzt hier 105 Schadensbuff. Wenn wir zwei Felder nach vorne gehen, reicht's noch nicht. Wir müssten also theoretisch an die Stelle dahin. Wir könnten natürlich stattdessen auch auf den gehen. I am ready. Naja, das macht wahrscheinlich Sinn. Okay, dann gehen wir hier und da müssen wir erstmal nochmal irgendeinen Zauber machen. Ja, der kostet halt nur 1. Dann nehmen wir den eisigen Schlag. Das hat nicht gereicht. Wenn ich den jetzt aber noch dahin caste, war natürlich komplett sinnlos, aber wir haben damit... na, den Cooldown, aber das bringt uns natürlich jetzt auch nichts. Na. Ja, das ist mit ihr passt das mit den Punkten nicht so wirklich. Also. Wir könnten mit dem da ranlaufen. Der könnte aber dann auch nur zweimal normal schlagen. Machen wir den. For King and Country. So, und der könnte einfach ranlaufen. Und den dann umbringen. Do you need any wise words? Der ist zu weit weg, leider. Ist genau die Hälfte, oder? Nicht genau, aber... aber fast genau! 279 Schaden macht er. Das reicht also bei einem Angriff nicht. 119. Können wir die 119 noch anders machen? Ja. Damit. Machen wir das. Sehr schön. Jetzt kann der den direkt plätten. Und das auf den da setzen. Mhm. What's it gonna be? Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Dann setzen wir erstmal da einen hin. Und da einen hin. Dann den da drauf. Dann da einen hin. Your orders? Ja, und dann war's das auch. Todesbahn. Naja, das ist natürlich jetzt prozentual nix. Abschlachtungstreffer. Okay.
Eine fette Belohnung war das jetzt aber auch nicht hier. Da ist mal ziemlich gar nichts. Na gut. Können wir auch nicht ins Nest klettern. The embodiment of greed. Die Gier in Person, noch was gefunden? Ah, da ist doch eine Kiste. Treasure lost and found. Naja. Aber hier können wir auch rasten und das wäre doch jetzt ganz ordentlich. Jetzt haben wir sogar noch ein Rastdingen über. Das sollten wir wahrscheinlich dann auch noch verwenden. Oh, da ist auch noch was. Something to feast our eyes upon. Da müssen wir runter. Und dann stellen wir die Rüstung wieder her. Ist halt vor allem Ding für Lanval. Finally some silence and peace. Plus 20 bis zum Ende des nächsten Gefechts. So, das wird jetzt wieder ein bisschen kniffliger. Der Typ ist unverwundbar. Und den kann man nur töten. Töte beide Leibwächter, damit Drong verwundbar wird. Also die beiden hier müssen wir töten. Und die machen sich selber ja unverwundbar. Also das wird ein bisschen problematisch. Wir sind jetzt ziemlich weit links. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, wir müssten eigentlich gucken, dass wir den Typen da möglichst schnell platt bekommen. Also der müsste jetzt zwei Felder nach vorne gehen, das ginge. Wir können mit ihr eben diesen Bann draufhauen. Das macht sehr viel aus. Aber wenn es nicht reicht, dann ist es halt für den Arsch. Dann müssen wir mal gucken. Da steht sie natürlich genau falsch, aber da könnten wir drei erreichen. Aber dafür jetzt dahin zu laufen, macht auch keinen Sinn. Na, wir machen den jetzt da drauf erstmal. Damit ist der ja auch noch verwundbar. So, Lanval. Okay, und der hat jetzt noch zwei Bewegungspunkte, um wegzulaufen. Und das machen wir auch. Und hier, das machen wir jetzt ähnlich. Das reicht aber natürlich immer noch nicht. Wenn der da rüber gehen würde, dann könnte der, wenn er den tötet, auf den nochmal draufschlagen. I could be of some help, I suppose. Aber den können wir eben auch nicht schieben aktuell. For king and country. Ready to fight. Den könnten wir, do you need any wise naja, mit dem Magier schieben. Aber lohnt sich das? Das ist halt teuer. Wahrscheinlich nicht. Wir können mal den da. Also wir machen jetzt hier mal Gemüse hin.
dahin. Den da drauf. Leider kein Geblitzel. At your service, my lord. So, bleibt noch 69. What is your command? Eisiger Schlag. Wir müssten hier die eigentlich alle slowen. Das ist gut. Damit würde ich natürlich jetzt den eigenen killen. Oh, das ist gar nicht so übel. Machen wir den mal hier. Mhm. So, also das heißt, wir müssten den mit Feuer töten. Weil das reicht jetzt nicht mehr. Das ist jetzt die einzige Option, die wir noch haben. Das ist natürlich schade, weil wir nichts anderes damit erreichen. Na, wir könnten, aber damit stoße ich den dann weg, selbst wenn er da drauf gehen würde. Das bringt's nicht. Ja, machen wir mal so. Eventuell stirbt er sogar direkt. Na. Okay. Dann könnten wir jetzt nach vorne. Dahin. Wir machen erstmal den. Dann den. Und nochmal drauf. Okay, und jetzt weg. Das heißt, der sollte jetzt auch nichts machen können. Wir könnten jetzt entweder nochmal einen Wurm holen oder die dürfen sich mal gegenseitig angreifen. Der da. Das heißt aber natürlich, dass der jetzt wegläuft und damit auch noch nicht erreichbar wird. Da haben wir noch Schützen. Na, das Schwein ist schon ein ganz guter Tank. Ich meine, stirbt natürlich trotzdem, aber hält mehr aus als... Ja, das ist jetzt ungünstig. Mhm. Der ist jetzt sowieso gegen alle möglichen immun. Also da müssen wir weglaufen. Und dann den bisschen Schaden in Kauf nehmen. Eiswand, Eisstacheln. Na, wir müssten den hier wieder bekommen. Na, aber den werden wir nicht wieder bekommen. Also schlagen. Naja. Okay, also wir müssen gucken, dass wir den hier ausschalten. So. Mit dem müssen wir da auf jeden Fall weg. Das heißt, wir kriegen da jetzt auf jeden Fall einen Angriff ab. Naja, das ist aber in Ordnung. Ja, schön wäre natürlich gewesen, wenn wir den hätten killen können, aber das ist nicht. Wir werden dann da eine Mauer hinbauen. Ah,
Also da machen wir erstmal eine Ablenkung hin. Und nochmal wen. Die zünden wir an. Jetzt könnten wir das da drauf machen. Oder wir rufen nochmal einen Wurm. Den müssen wir auch noch erledigen. Machen wir den hier drauf. Na, schön. Blitzel. So. Der kann da zurück und einmal schlagen. Aber das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig dolle. So. Und dann müssen wir jetzt da eine Eiswand machen. Aber das ist auch dadurch, dass die Wand jetzt nicht so wahnsinnig lang ist. Der kann da natürlich jetzt auf Seite und zu dem Merlin laufen. Und den auch... Na gut, der erste Schlag, der geht ja nicht durch. Ja, okay, die versammeln sich an der Wand. Der schlägt noch nicht auf den Merlin und Merlin kann sich wegteleportieren. Das machen wir dann auch direkt mal. Okay, dann können wir den erledigen und schlagen dann direkt auf was anderes ein. Dann sollten wir mit Merlin gucken, dass wir den Cooldown wieder bekommen. Jetzt können wir die drei anzünden. Vier. Okay. Den da müssen wir jetzt auf jeden Fall erledigen. Hätte ich natürlich eben schon drauf machen sollen. Den könnten wir damit jetzt schon killen, aber wir haben auch noch Eisdornen. Ja, das machen wir. Damit ist jetzt sein Schilddings weg. Das tötet den noch nicht. Das tötet den ersten. Ist natürlich etwas schade. Ah, hier können wir noch was besser lösen. Jawohl. Plus 20, plus 30. Onwards! At your service, my lord. Mhm. Er hat Verlangsamung jetzt abbekommen. Okay. Machen wir den Kram an, aber jetzt haben wir nur noch die Schützen.
At your service, my lord. Okay. Die ist da natürlich jetzt auch gefährdet. Der Merlin kann auch was machen. Nehmen wir den. Blitzel! Okay. Und dann setzen wir dem auch noch einen dahin. Naja, den haben wir natürlich auch noch. Aber... naja, das ist jetzt ein Unverwundbarkeitsskill, den der auch noch hat. Mhm. Sehr schön. Noch ein Angriff. Ja, da ist die Verstärkung. Aber das sind halt wieder nur kleine Würmer, die sind eher harmlos. Okay. Dann sollten wir die Schützen einsammeln. Wir können eventuell... wenn wir da hinlaufen, auch noch die unteren platt machen. Gucken wir mal. Der müsste jetzt noch eins nach oben laufen. Hat der noch ein Feld mehr als Reichweite? 6 Felder sind das. Nee, das ist schon die komplette Reichweite. Das geht dann leider nicht. Na gut. Dann 2. Ja, bringen wir mal den um. Dann bringen wir die beiden um. So, Feuer ist wieder da. Abgeraucht. Vielleicht kommt noch mal ein Blitz raus. Leider nein. For my forefathers. Wir könnten, das probieren wir mal aus, dahin. 1, 2. Und der. Sehr schön. Your Highness. Ja. Der wird sich vermutlich dann nur noch mal wegbewegen wollen und dann ist er auch im Eimer. Mhm. Which one shall I take? I could be of some help, I suppose. Ja, das ist doch ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Los, lauf nur! Oh nee, der kann nicht mehr laufen. Mhm. So. For my forefathers. Ja, das ist schon noch ordentlich Schaden, was wir machen müssen. You think I can't fight? Jetzt ist er eingefroren. Ah,
Naja, ich könnte natürlich... Dann würde ich meinen mit wegbomben. Alles. Ist vielleicht nichts... Ne, Moment, wir können ja einfach den da anzünden. For my forefathers. Na, wir probieren das. So. Den... Ne, wir machen erstmal... Der hat plus 90% Waffenschaden. Der kann aber nur einmal schlagen. Your Highness. Und der kann gar nicht schlagen. For King and Country. Na, er macht aber 400 Schaden. Und jetzt nochmal ein bisschen mehr, weil er ja gelaufen ist. Oh, okay. Und Abschlachtungstreffer. Okay. Jo, das ist geschafft. Und da gibt es sicherlich dann eine Follow-up-Quest. Also, Follow-up-Mission. Haben wir hier noch irgendeine Belohnung? Das Feuer ist ja ganz toll. Das bringt uns aber jetzt nichts mehr. Da ist nichts. Ne. Müllberg hier. Na gut. Das war's dann hier auch. Dann gehen wir doch nach Hause. Weiche den Piktenpatrouillen aus. Ja, wie weit sollen wir denen denn ausweichen? Boah. Na gut. Ich meine, hier hätte man jetzt noch alle umbringen können, aber das bringt ja auch nichts. Also ich glaube nicht, dass es... Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es Erfahrungspunkte bringt. Aufstieg. Und dann fast die nächste Stufe auch noch. Ja, also die holt das, glaube ich, ganz schnell auf. Die hatte ja auch diesen Schrein bekommen. Plus 3350 Erfahrungspunkte. Ja. Ja, und da haben wir zwei neue Nebenmissionen. Der große Wurm, okay. Und das sind sogar zwei Quests jetzt im selben. Die sonderbaren Schwestern. Okay. Dann schauen wir mal, was... im Übungsplatz sind jetzt... Okay, da stecken wir mal wieder wen rein. Den... Genau. Der darf da jetzt weiter trainieren. Und... Ja, der darf auch. So. Dann gucken wir mal, dass wir sie steigern. Und also ich, da umskillen würde ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich war mit den Sachen soweit zufrieden, beziehungsweise die was halt nicht geklappt hat. Also grundsätzlich, dass sie halt immer mal wieder zu wenig AP hat, um irgendwas zu machen. Das ist ein Problem. Aber das gibt's leider nicht hier im Tree zu lösen. Also dieser Blutbann, den könnte man halt zwischendurch immer noch casten. Aber der bringt halt auch ziemlich wenig. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Wahrscheinlich nicht. Die Wand um 2 erhöhen. Die Dreierwand war halt schon ziemlich sinnlos. Mit 5. Mit 5 wird eine Wand draus. So, dann haben wir den Fehler. Naja, das ist... eisiger Schlag.
Naja, ich meine, das können wir nehmen. Den setzen wir wahrscheinlich zu selten ein. Die Sachen sind alle ziemlich gut, aber... Naja, machen wir hier noch mehr Schaden und machen da noch mehr Schaden. Okay. Dann gucken wir uns mal die Sachen an. Ja gut, das ist halt... Das ist halt Kappes. Dann haben wir eine Rüstung, die kann aber keiner anziehen. Dann haben wir einen Ring mit Frost. Schaden gegen Einheiten mit Frost. Naja, das bringt ja nichts. 10% Schaden für einen Zug für jeden erlittenen Treffer. 6 Schaden gegen Eingefrorene, das bringt alles nichts. Nach dem Treffen einer verfluchten Einheit wird 5 Lebenspunkte wiederhergestellt. Plus 2 AP für den ersten Zug. Okay, das könnte dann doch interessant sein. Achso, die hatte aber ja dieses Imba-Ding. Schaden für Kraftstoß. Was ist mit dem? Ja, der hat das mit Schaden für jeden Kill. Ja, das mit dem LP ist natürlich eigentlich auch Quatsch. Naja, das bringt nichts. Dann haben wir plus 28% Bannstärke. Das ist aber Worgi beschwören. Plus 10% Gold wird gefunden. Das ist ja auch ganz cool, aber... Ja, der Worgi ist, glaube ich, besser. Aber wir könnten den Worgi eventuell woanders verwenden. Ich meine, das hier ist dieser Schadensbonus. Der ist für... Ja, das sind 2 Boni, von denen... Das in der Bewegungsfähigkeit, davon profitiert die ja auch nicht. Was ist denn das hier? Das wäre die Wurmbeschwörung. Na, aber die macht jetzt auch nicht so viel Schaden, als wenn das funktionieren würde. Denn die Wurmbeschwörung, die müssten wir da schon halten. Änderungen durch Eigenschaft. Können wir das auch entfernen? Haben wir so ein Buch noch? Glaube nicht. Naja, okay. Das hier ist nur Vorhut. Das ist angewählt. Ja, also das mit dem den Worgi, die sollten wir schon mitnehmen, einfach weil der so viel aushält und für einen AP zu rufen ist. Dieser Ring ist schon ziemlich gut. Naja, ziemlich gut. Das ist nur die für die Bandstärke im Endeffekt. Na gut, also ja, machen wir dann nix. Und wir könnten natürlich auch hier die die Tränke irgendwie noch verwenden. Der hat auch noch keine Tränke genommen. Immunität gegen Niederschmettern. 20% Schaden durch Blutung. Damit würde sich der dann schon wieder mehr lohnen. Naja, aber das halten wir so. Okay. Das heißt, Zauberturm. Naja, den Stab, den behalten wir mal. Das hier...
verlorene Beschwörung, ja, okay. Das ist der Bandstärke, glaube ich nicht, dass wir das benutzen werden. Es klingt zwar ganz cool, aber ist der Wargi einfach besser. Und bei den anderen sehe ich noch weniger, dass wir den austauschen. Und die anderen Boni hier sind eigentlich unsinnig. Das Gold braucht man nicht, erlittener Schaden durch Fernangriffe braucht man nicht und diese drei Rüstung Wiederherstellung brauchen wir auch nicht. Also, das bringt's nicht, opfern wir. Dann gehen wir zum, ne, nicht zum Seelenhändler, zum normalen Händler. Verkaufen den anderen Krempel. So. Kaufen wir mal ein. Und okay, die sind noch von den Tränken alle ausgerüstet. Okay. Dann gucken wir mal bei dem Händler, ob wir hier irgendwas Neues, Tolles kaufen können. Nächstes Auffüllen eine Mission. Ich glaube, es war jede Mission. Reliquie für zwei Handwaffen. Plus ein AP. Einfach überall drauf. Okay. Plus zwei Bewegungs-AP für jeden Kill mit einer Nahkampffähigkeit. Plus 8 Schaden für 2 Züge für jeden Kill. Aber nicht bis zum Ende des Gefechts, sondern nur für 2 Züge. Aber insgesamt ist das Teil schon ziemlich gut. Wir haben beide plus 1 AP. Bewegungs-AP, Schaden während des Duells. Ja, aber das tut sich nicht viel. Also das jetzt darf zu holen. Zehn Schaden während eines Duells. Naja, in der Regel sind es ja Duelle. Hm. Ja, also das ist theoretisch besser, minimal. Also die Situationsabhängigkeiten sind besser. Aber ist auch nicht so gut, als wenn ich das kaufen wollen würde. Okay, das war's hier. Ich glaube, beim Zauberturm ist aber auch neuer Kram. Kraftstoß. Kraftstoß haben wir nicht. Schaden gegen verwundbare Einheiten. Ja, okay. Schaden gegen Einheiten, die höchstens 4 Felder entfernt sind. Also Nahkampf bringt es doch nicht. 10 Schaden beim Angreifen von hinten aus der Deckung bringt es auch nicht. Okay, dann haben wir das Füllhorn. Das hat man, glaube ich, auch schon mal gesehen. Beim Verwenden von Tränken werden 9 LP wiederhergestellt. Tränken, bla bla bla. Leere Verbrauchsgegenstand. Ja, das macht keinen Sinn. Blutmagiers. Ah, ja, okay. Aber da müssten wir jetzt auch das Teil weglegen. Wenn ich mal den könnte man noch austauschen. Dass man, das hier ist ja auch für Bandstärke. Also das muss der die ja auch auf jeden Fall halten. Das werden wir also nicht ersetzen. Helden erhalten plus 1 AP während des ersten Gefechts nach dem Ausruhen. Während des ersten Gefechts nach dem... Also 2 dann zusätzlich. 10 Schaden während des ersten Gefechts nach dem Ausruhen. Fülle eine leere Verbrauchsgegenstandsplatz. Okay. Ja, es bufft halt natürlich dann für ein Gefecht. Oder für 2 Gefechte oder für 3 Gefechte in den Maps. Mit zusätzlichen AP. Das ist schon nicht verkehrt. Aber dieses bis zum Ende des Gefechts für jeden Kill ist einfach zu gut. Nahkampfangriffe gegen den Helden kosten ausweichen. Ne. Ne, das macht alles keinen Sinn, glaube ich. Naja, und dann können wir hier natürlich weiter sparen oder so. Ja, hatte ich ja eigentlich schon drüber geguckt und da waren... Ah, hiermit könnten wir Loyalitätsmodifikatoren zurücksetzen. Und damit könnten wir das Ding loswerden.
Und einfach ein Fähigkeitspunkt ist natürlich auch gut. Die EP, die brauchen wir eigentlich nicht. Ja, also das wäre auch schon noch was. Aber halten wir mal so erstmal. Und dann, wenn wir beim nächsten Mal der große Wurm angehen, im Messingturm. Ne, machen wir nicht, das ist Stufe 23. Wir machen erstmal was, was noch 22 ist. Was ist denn noch 22? Seelennadel. Ah, okay, da können wir aber vielleicht auch nochmal an Sili. Naja, an Sili werden wir wahrscheinlich auch nicht das Ding ausbauen können. Also diesen Nadelsplitter-Dingsbums-Gerät. Hier das Teil, Felsnadelsplitter. Aber trotzdem, das werden wir dann angehen. Seelennadel 22. Das sollte doch machbar sein. Also, ich bin mit Morgana schon ganz zufrieden, glaube ich. Man muss ja bedenken, dass sie noch Stufe 20 ist, also jetzt 21. Da kommt also noch ein bisschen was. Also die Mauer war beispielsweise in dem Kampf jetzt ziemlich sinnlos. Aber wenn die 5 Felder weit ist, was sie ja jetzt ist, dann wird das schon ordentlich besser sein. Und die bräuchte einfach noch irgendwas, was der zusätzliche AP gibt oder so. Also, ja, die hat hier noch Potenzial, irgendwas Sinnvolleres zu bekommen. Bei den anderen Gegenständen. Ja, hier ist natürlich auch noch, dass da mehr Schaden kommt. Also sie bräuchte noch einen besseren Stab. Aber der mit dem Brand, der war nicht so gut. Und den musste der halten. Das mit dem Kettenblitz war einfach zu krass. Und das kann ich da nicht aus der Hand geben. Also, ja, müssen wir mal schauen. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit dir. Ob sie jetzt schon besser ist als der Gereint, das wage ich aber zu bezweifeln. Also der war, glaube ich, insgesamt in der Mission, jetzt schon noch stärker. Aber der hat halt besseres oder passenderes Equipment gehabt. Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir das bei ihr auch noch aufholen. Und das AP-Problem, also dass die halt... Die eigentlich müsste die noch irgendwas haben, wie diese Wurmbeschwörung oder irgendwas. Das werden wir aber natürlich bei der Rüstung nicht bekommen. Bei der Waffe vielleicht, glaube ich aber auch nicht dran. Ja, da sollen wir gucken. Also mehr AP wären irgendwo nett. Aber da werden wir so schnell nicht dran kommen. Das soll es erstmal gewesen sein. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.